Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der Südhammer. Und ja, ich habe jetzt gerade in der Pause eben die restlichen Helfer jetzt schon mal eben alle wieder neu sortiert, könnte man sagen. Thresher ist wieder eingeparkt. Hühner habe ich gekauft. Ich habe das, bevor ich es vergesse oder wieder vergesse, habe ich jetzt Hühner in den Stall gepackt. Warum ist... Achso, ist voll. Ah. Okay, nicht schlimm. Wir haben jetzt, ne, 240 Hühner. Ja, so langsam geht's. Es wird langsam. Es dauert ein bisschen, bis natürlich jetzt die Gesundheit steigt. Gerste habe ich reingeschmissen, was vom Feld kam, was wir da geerntet haben, oder der Elfer. Und hier können auf jeden Fall schon mal Eier produziert werden. Der Anseher auf der 40, den habe ich gerade auch mal wieder aufgetankt. Bin gerade, wo ich noch durchgesprungen bin. Hier müsste irgendwie noch zwei Bahnen oder drei Bahnen irgendwie was haben. War auch noch relativ voll. Ich weiß nicht, wenn wir mal gucken. Achso, der ist schon fertig. Hm. Okay, wenn der fertig ist, das befüllt Kfz hat, würde ich ganz gerne nur so aus Sicherheitsgründen hier hochschicken auf die 32, dass der schon mal in der Nähe ist. Weil ich befürchte, dass er mein Dünger hier nicht ganz reicht. Das jetzt eigentlich auch nur so, ne? Naja, muss ja hier. Wie war es noch da? So. Das muss ich auch sagen, es war hier jetzt auch eine schwere Geburt, ne? So, dann fährst du erstmal zum Hof. Dich würde ich ganz gerne die 32 schicken. Oh. Gut, dann können wir hier weitermachen. Ja, leider werden wir wohl den... Ich glaube nicht, dass ich ihn ausladen kann. Den, Ölwee. Lassen wir den einfach mal am Hof stehen. Ist natürlich jetzt doof, dass der natürlich jetzt Geld kostet. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich tatsächlich so viel gar nicht bräuchte. So, ja, also jetzt hatte ich das jetzt gerade schon gesagt, weiß jetzt gar nicht. Den Abfahrhelfer, den habe ich jetzt eine andere Aufgabe zugeteilt. Er fährt erstmal aus dem Zuckerrübenlager Zuckerrüben zur Zuckerrübenfabrik, damit dann da oben schon mal Zucker hergestellt wird. Ach, guck mal, hier schon eine Fuhre drin. Das ist doch geil, oder? Dann schmeißen wir die schon mal an. Haben wir schon mal Zucker. Öl haben wir jetzt hier auch schon. Das wäre auch noch etwas, was dann später oder was er denn später hochbringen kann. Genauso wie hier 30.000 Liter gehen dann nur rein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das mit dem Großen nachher machen. Oder ob die den Großen hochfahren lassen oder so.
Ah, guck mal, da kommt einer angefahren. Reaktion. Achso, okay. So, jetzt war ich noch nicht ganz so fertig. Gut, was natürlich dann jetzt fehlt, das sind natürlich dann die Senfkörner. Ist klar. Fürs Erste hätten wir denn ja tatsächlich alles, bis auf Senfkörner. Also, ich hätte jetzt so gar nicht gedacht, dass das alles so, ne, schnell vorangeht. Aber ich sehe gerade hier, ne, auf meiner Anzeige, es ist, glaube ich, gar nicht so doof gewesen, dass wir hier, als ich gesagt habe, dass der hier mit seinem, ne, Düngerbomber, wollte ich jetzt gerade sagen, hier doch herkommt. Weil der Dünger wird nicht reichen. Ah, dass du kommst wie, ne, gerufen. Ich werde mal gucken, was jetzt ausgewählt. Die hintere, also die vordere bitte. Ja, genau, abhängen. Mann, oh. Ach, wo war es denn jetzt noch? Nee, das war es auch nicht. Das war's. Oh, ne, das ist mir ein Gefummel. Ich habe doch die Vorder ausgewählt. Warum lädt er jetzt keinen Dünger ein? Meine ist eigentlich auch anders. Achso, das ist der. Schön, das ist umgedreht, ne? Seht ihr jetzt gerade auch. Ich habe eigentlich hinten ausgewählt, aber ich tanke jetzt Dünger auf. Auch nicht so ganz ausgereift, ne? So.
Du könntest jetzt, nein, nicht zu 21. Schauen wir mal, ob du ankommst. So, dann den Deckel wieder zu. Dann wieder aufklappen. Also ich habe heute schon gemerkt, dass mit Knöpfe drücken habe ich es heute da nicht so. Es ist heute wieder ein Graus. Nervt mich auch selber, also. Wo ich angefangen bin, hier wollte ich mir den Dünger und Saatgut an, also den Überladewagen holen. Ich habe tatsächlich den großen Johnny auf den Kopf gestellt, also. Diese ne, dusselige Baustelle, die immer noch am Ausgang ist vom Hof. Diese blöden Baken, die da stehen. Ein Teil hatte ich ja schon mal weggemacht, weil das ja mit AD ein bisschen problematisch war. Und da ist wirklich da an einer hängen geblieben und da lag das Ding auf dem Dach. Ich so, läuft. Und die ärgern mich jetzt auch nicht, weil jetzt habe ich sie alle weggemacht. Das ist hab ich jetzt ja, genau. Ja, ich gucke jetzt gerade nur tatsächlich nochmal eben auf meinen Thermometer hier drin. Also ist die Woche hier bei uns in der Region ist schon wieder so. Also, ja gut, wie viel ist jetzt draußen, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber es ist auch wieder die letzten Tage so an die 30 Grad gewesen. Ich glaube, am Mittwoch waren es sogar, glaube ich, über 30. Ach nee, also. Oh, sehr gut. Sachen die Zeit. Ach, das kriegen wir das Feld hier jetzt auch wieder nicht fertig. Wie sieht's denn? Wie sieht's denn hier mit dem Kompass aus? Ja, ein bisschen ist ja auch schon drin, ne? So, wenn wir jetzt ne Wurst und sowas. Was müssen wir denn da oben eigentlich noch haben? Ach genau, Brot müssen wir auch noch in Angriff nehmen. Also mit Mehl und sowas wird ein bisschen schwierig, weil so viel ist gar nicht im Lager. Aber wir müssen noch mal gucken, was noch mal reingeht in den nochmal. Ja, stimmt, da ging ja auch hier Sorghum hier so rein und das hatten wir ja im Lager, ne? Hafer, Gerste, Weizen.
Okay. Wenn wir das aber schon. Wenn man das auf Verteilen schon mal stellt, würde das automatisch dann rübergehen nachher in die Bäckerei? Müsste eigentlich, ne? Und das ist jetzt auch etwas, wenn da jetzt, mehr reindonnern. Wenn das funktioniert, warum soll ich es nicht hin und her fahren? Ich lasse den Helfer jetzt noch ein paar Runden fahren, dass er schon mal Zuckerrüben da oben hingefahren hat. Ja, gucken wir mal, wenn er so 3, 4, 5 Fuhren irgendwie was da oben schon mal hat, dann kann die Produktion da oben ja auch schon mal laufen. Denke ich ja jetzt mal, ne? Ja, laufen tut sie. Hätte ich so fast gedacht, dann muss man was anderes hin, aber. Ja, das ist. Kann man dich denn nicht auch hier auf Verteilen stellen? Ich teste das jetzt aber mal aus, ob das funktioniert, oder? Oh, sind wir schon wieder auf dem anderen Feld? Ja. So. Oh, ich sehe gerade, wir haben das auch schon wieder geschafft, die Folge. Gut. Ich sehe jetzt erstmal auch in der Pause dazu, dass wir das hier fertig haben hier. Dann machen wir morgen endlich mal was anderes. Ja gut. Dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Gerne morgen wieder reingucken, wenn ihr mögt. Und auch gerne Däumchen da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und hier, ich bin jetzt mal raus. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.